Wir sind wieder zurück in der rauen, schneebedeckten Welt von Elex 2. Jax hat Informationen erhalten. Informationen über seinen Vater. Wir wissen ja, bei ein paar Folgen gab es ja diese komische Begegnung zwischen Jax Vater und Jax Sohn. Als Jax Sohn, ohne zu fragen, einfach weggelaufen ist und Jax nach ihm suchen musste. Bedrohlicher Ort. Hier Schnee, da Lava. Natürlich ist es bedrohlich. Und auf jeden Fall hat Jax jetzt Informationen bekommen, wo sein Vater sein könnte. Und da gehen wir jetzt hin. Okay, ich hätte... Aha, hier übrigens Teleporter, den ich entdecken kann in der Nähe. Okay. Wo? Da reicht mein Jetpack nicht mehr, wobei ich eine Bremsrakete habe, also kann eigentlich nichts passieren. Man sieht unten rechts, da war gerade so ein Kreis, der weiß ausgefüllt ist. Das bedeutet, eine Bremsrakete ist eingesetzt worden, die Jax einmal retten kann, wenn er kein Gas mehr hat in seinem Jetpack, aber immer noch zu hoch ist und quasi runterfällt. Schneewandler. Also eine Echse, die man schon kennt, nur hier durch die kalte Umgebung noch mal ein bisschen krasser, noch mal ein bisschen härter, stärker, gefährlicher. Es ist ja so, dass die gleichen Tierarten je nach Umgebung sich anpassen und eigentlich noch heftiger werden können. Gibt es ja auch genügend Beispiele in der Realität. Wenn man ein bisschen mehr in die Materie geht, ja, dass die einen Bären zum Beispiel größer sind als die anderen und stärker und so weiter. Was damit zusammenhängt, wo sie wohnen und welchen Bedingungen, welchen Umweltbedingungen sie ausgesetzt sind. Also Bären meine ich, ne, Tiere. Und das Ganze trifft auch auf Tiger zum Beispiel und so weiter und so fort. Vielleicht ist es auch hier in der Welt von Elex so. Denn die gleichen Echsen sind ein bisschen schwächer, wenn sie in einer wärmeren Umgebung anzutreffen sind. Boah, da ist so eine, so ein Tirofall gegen so ein komisches Vieh. Da. Ah, hier, über mir auch. Na, komm mal her. Ah. Na, treffen wäre nicht schlecht, Mann. Da ziehen wir meine andere Waffe. Sehr schön. Oh, alter Falk. Was hast du denn da vor dir zu stehen? Eine Chimäre. Ah, Stufenaufstieg, auch nicht schlecht. Ich meine, mit Stufe 30 kann ich ja... Ah, ich bin immer noch 26. Mit Stufe 30 kann ich ja zu dem Anführer der Alps gehen, dass der mich nochmal einen Rang höher aufsteigen lässt. Das würde dann natürlich bedeuten, eine noch stärkere Rüstung. Eine noch stärkere Alprüstung. Noch heftigere, noch krasser schützt. Lauter Zeug hier aufzusammeln. Ja, der Vater kann warten. Ein Bild von einem Kind gemalt. Übrigens ein sehr stilvolles Auto. Wie man sie damals hatte. Ende 18. Jahrhunderts. Oder Anfang 19. je nachdem. Er läuft sie einfach rein und stirbt. Die Steinklaue. Mit Blech vollgestopft worden. So, warte mal, das konnte ich jetzt gerade.
nicht öffnen oder was war hier? Ah, ich bin nicht gut genug. Der Jax ist leider nicht gut genug. Schlosser knacken muss echt gelernt werden. Gut, ich habe bestimmt eine Modifikation, die mir das jetzt doch erlauben würde, das zu öffnen, aber ehrlich gesagt bin ich mir sicher, dass der Loot dort jetzt sowieso nicht so cool ist, dass es sich jetzt lohnt. Eieiei, hier ist jemand einfach mal auf seiner Matratze, hat sich zusammengerollt und starb. Was auch immer hier passiert ist. Wieder vor der Kälte oder hat ihn was anderes erlegt. Hier hat jemand einen Stuhl hingestellt und anscheinend die schöne Natur beobachtet. Anders kann ich mir das nicht erklären, warum hier ein Stuhl steht. Oh, ist schon hier ganz in der Nähe, tatsächlich. Oh, hier natürlich eine völlig unberührte Gegend. Also von mir unberührt. Sieht man wie immer an dem ganzen Loot hier verteilt ist. Die Häuser sind noch voller. Ich erinnere mich noch daran, wie du vor Jahren so einen Turm hochgeflogen bist. Hilf mir auf die Sprünge, ist was passiert? Nein, aber vielleicht ist das der richtige Zeitpunkt, mein Vorstellungsvermögen auf die Probe zu stellen. Nur zu. Der Fall. Also, du bist hochgeflogen und hast einen Vogel gesehen. Sagen wir, es ist ein Anfang. Oh Gott, der Falk mit seinen Versuchen, menschlicher zu werden. Er ist wieder unterwegs. Er ist wieder dabei. Naja, man kann ihm nicht böse sein, dem armen Falk. Oder vielleicht doch, werden wir sehen. In der Zukunft. Okay, ich werde jetzt mal hier diesen Teleporter erstmal entdecken. Damit man hier jederzeit wieder zurück kann. Na gut, die Bremse. Ja, genau das meine ich. Cyborgs schlafen? Eine weitere Simulation, die der Anpassung dient. Schlaf so viel du willst. Du wirst sowieso immer zu früh geweckt. Ja, man sieht also, das ist ja wiederum diese Sache, wo ich meinte, dass er diese Schmerzensschreie macht, obwohl er eigentlich gar keine Schmerzen spürt. Genauso ist das mit dem Schlafen. Er will jetzt so tun, als würde er Schlaf brauchen. Okay, die Kreatur, da muss ich eigentlich nicht bekämpfen. Vielleicht nur schnell hier durchschauen, ob hier auch cooler Loot rumliegt. Etwas, was sich zu nehmen lohnt. So, ich werde jetzt nicht alles aufsammeln. Das dauert viel zu lange. Nur die coolsten Sachen. Man hat übrigens gerade gesehen, die Bremsrakete hat mich vorhin gerettet. Da hatte ich tatsächlich kein Gas mehr. So, zum Beispiel dunkles Elix nehmen wir natürlich mit. Und den starken Heiltrank. So. Alles andere ist einfach nur Zeitverschwendung langsam. Ah, ich fürchte, ich werde... Ich fürchte, das ist doch ein Fehler, weil ich ja noch Geld brauchen werde. Dunkles Elix. Ich werde ja noch Geld brauchen eigentlich. Später für die Rüstung. Naja. Oh, Jax. Alter, wie so ein Affe. Ey, wirklich, kann ich einfach in diese Tür? Moment. Mach mal so. So. Hier spielt Musik. Als wäre hier vor kurzem jemand gewesen. Komm, das sammle ich jetzt doch alles auf. Kostet ja alles Geld. Ja, ein Radio. Hier jemand das Radio angemacht. Und im ersten Stockwerk, also nicht ersten Stockwerk, im Erdgeschoss scheint nichts zu sein. Das ist übrigens schon wieder so ein komischer Pterofalke. Das ist ja, das ist wirklich eine... Ah, oh, ich wollte ausweichen, das war zu spät von mir. Mein Gott. Da kann die Jax schon ausweichen.
Aber jedes Mal bin ich viel zu spät dran. Muss echt noch geübt werden. Ja, man sieht, alle Tiere sind hier so ein bisschen eigenartig. Mit Fell bedeckt. Ein bisschen weiß, grau. Da drüben. Also die kalte Region macht aus Tieren echt, was sie will. Wo bist du denn? Wo versteckt er sich denn? Ach, da bist du ja. Ja, das ist ja hier irgendeine Art Primat sogar. Die Schneeklaue. So. Hallo. Und tschüss. Oh. Okay. Keine sanfte Landung. Aha, hier ist der Typ. Der versteckt sich da in dem Haus. Ja, ich sehe ihn. So, du hast mich also gefunden. Ich hatte gedacht, dass du mich schon früher finden würdest. Was hat dich so lange aufgehalten? Ich hatte Wichtigeres zu tun, als einem längst verblassten Schatten meiner Vergangenheit hinterherzujagen. Jetzt bist du hier. Und? Was wirst du nun tun? Mich ermorden? Ich bin mir noch nicht sicher. Tja, wer könnte es dir verdenken? Oh Mann. Das war ja was. Du sagst es, Jax. Okay, auf jeden Fall. Damals in der alten Welt hier gelebt zu haben, war zweifelsohne viel ungefährlicher. Auf jeden Fall viel Gerede von dem Vater, aber kein sinnloses Gerede. Geh in deine Bastion und überzeuge dich selbst von dem, was ich dir gesagt habe. Ja. Ich werde hier auf dich warten. Er hat mir vor allem gesagt. Mein Kopf. Ich sollte meinen Geist trainieren, bevor irgendwelche Dinge mit mir passieren. Vor allem gesagt, dass er irgendwoher erfahren hat, dass Dawkins doch nicht im Sinne der Menschheit handelt. Dawkins, ja, unser Anführer der Bastion, der ja in der im ersten Teil diese Maschine, er war ja die Maschine, also der Hybrid zwischen Mensch und Maschine, das war er. Ja, er war der Bösewicht, aber jetzt hat er die ganze Zeit so getan, als wäre er, als hätte er sich von der Maschine losgelöst und wäre jetzt für die Menschheit hier, aber der Vater hier sagt, nö, hilft das Ganze, er ist der Verräter, er tritt mit den Skyans in Kontakt. Also er hat zwar jetzt nicht gesagt, was genau er mit den Skyans macht, indem er mit denen in Kontakt trifft, kommt, aber er kontaktiert sie. Dann konfrontieren wir doch mal Dawkins und schauen, was er dazu zu sagen hat eigentlich. Zu diesen Vorwürfen, dass er jetzt doch der Verräter ist. Wo ist der alte Mann? Oh. Wo ist Dawkins? Ich muss unbedingt mit ihm sprechen. Oh Mann, der ist nicht hier. Stimmt das alles also? Ist er der Verräter? Ja, ich habe mich schon gewundert, warum mir Tialkan gezeigt wird, dass ich mit ihm sprechen soll. Anscheinend weiß er was über Dawkins. Wo ist der alte Mann? Wo ist Dawkins? Keine Ahnung. Ich dachte, er wäre bei dir. Ach ja, warte mal. Jetzt fällt mir etwas ein. Er sagte, er wollte noch einmal nach DNA-Fragmenten suchen. Wo genau? Nun, er redete einen Haufen technisches Zeug und irgendwas von einem Hauptformer oder so. Ergibt das Sinn für dich? Was? Der Hauptformer der Skyen steht in Marakor? Tja, dann ist er wohl dahin. Keine Ahnung, ich habe ihn schon eine Weile nicht mehr gesehen. Oh, dieser
Er ist zum Hauptformer, angeblich DNA Proben zu sammeln. Hier ganz oben. Zum Glück habe ich hier einen Teleporter. Bist du denn, alter Mann? Ah, der campt hier im Schnee. Ja, bin mal gespannt, was er mir zu sagen hat. Was zur Hölle machst du hier? Willst du dich mit aller Gewalt von den Skyans töten lassen? Nein, ich bin... Nun, es ist nicht so einfach zu erklären. Du hast etwas herausgefunden, raus damit, was ist es? Die Lage ist leider etwas komplizierter, als ich gedacht hatte. Ich fürchte, wir müssen unseren Plan von der sechsten Macht noch einmal überdenken. Das verstehe ich nicht. Die sechste Macht war dein Plan und jetzt wirfst du das Handtuch? Wieso? Wir sind auf einem guten Weg. Erst kürzlich hat Tiag neue Rekruten. Wir haben keine Chance, verstehst du? Die Streitkraft der Skyans ist um ein Vielfaches größer, als ich bisher angenommen hatte. Des Weiteren haben sie neue Methoden entwickelt, wie sie uns noch schneller zu einer ihrer Kreaturen machen können. Sie sind kurz davor, ihre Analysen abzuschließen, und wenn sie damit fertig sind, werden sie ihren Großangriff starten. Du gibst doch jetzt nicht einfach auf. Jetzt verstehe ich. Du hast dir keine neuen DNA-Fragmente gesucht. Du hast mit ihnen gesprochen. So sieht's aus. Jax, hör zu. Du verdammter Mistkerl, ich hätte es besser wissen müssen. Du hast mich dazu gebracht, deine Kriegsspielchen zu unterstützen. Und jetzt, wo wir kurz davor sind, da kollaborierst du mit dem Feind. Jax, jetzt halt mal die Luft an. Ja, ich habe mit einem ihrer Kuratoren gesprochen, aber er steht auf unserer Seite. Was ein Überläufer wäre. Was sagt er, wie heißt er? Gib mir Informationen. Sonst beenden wir die Sache hier auf der Stelle. Sein Name ist Kopark und alles, was er sagte, war nicht sehr ermutigend. Ein Überläufer des Skyans. Wo ist er? Wo ist dieser Kopark? Ich will mit ihm sprechen. Das ist unmöglich. Wir haben den Kontakt bis auf Weiteres abgebrochen. Er ist zurückgegangen zu seinem Volk. Er kann es sich nicht leisten, den Hauptformer noch einmal zu verlassen. Es ist zu riskant für ihn. Wenn er auffliegt, dann werden sie ihn töten. Wie bist du mit diesem Überläufer der Skyans in Kontakt gekommen? Die Skyans versuchen, die verstaubte Technologie der alten Welt wieder zu reaktivieren und sie gegen uns einzusetzen. Bei meiner Forschung stieß ich an unterschiedlichen alten Computern auf einige eigentümliche Algorithmen. Kurator Kopark hat eine Spur gelegt für diejenigen, die sie verstehen. Er wollte mit jemandem von uns sprechen, der seine Spur findet, ohne dass seine Artgenossen davon Wind bekommen. Ich habe ihm über denselben Weg geantwortet und konnte ein heimliches Treffen mit ihm vereinbaren. Was hast du noch von dem Überläufer erfahren? Kann er uns nicht helfen, in den Hauptformer zu gelangen und ihn stillzulegen? Leider nicht. Er ist kein Techniker, genauso wenig wie wir. Ich konnte sehr viele Dinge von ihm erfahren, für die ihn seine Artgenossen auf der Stelle hinrichten würden. Die Streitkraft der Skyans ist enorm. Des Weiteren züchten sie neue, noch gefährlichere Kreaturen. Wandelbare, veränderliche Wesen, ungeheuer mächtig und anpassungsfähig. Diese Veränderlichen sollen unbesiegbar sein. Nichts wird sie aufhalten können, wenn sie einmal das Licht der Welt erblicken. Also noch mehr, jetzt auch noch veränderliche Feinde. Ist das alles? Ich habe versucht, Kopark zur Zusammenarbeit zu bewegen. Er hat sich geweigert. Er hat Angst um sein Leben. Aber was er mir gab, waren Unmengen an Informationen über das dunkle Elex und seine Beschaffenheit, um die ich ihn gebeten hatte. Ich hatte gehofft, damit vielleicht eine Chance zu haben, die Infektion durch das dunkle Elex doch noch zu heilen. Wie auch immer, selbst wenn wir das alles hinbekommen, die Skyans sind einfach zu zahlreich und mächtig. Sie werden uns hinwegfegen.
Damit gebe ich mich nicht zufrieden. Du wirst gefälligst weitermachen. Ich erwarte Ergebnisse, also beweg deinen verknöcherten alten Arsch und finde etwas, was uns weiterbringt. Wer will dann noch widersprechen? Gut, ich fange gleich mit der Arbeit an, Koparks Daten zu analysieren. Allerdings fühle ich mich der Verantwortung in der Bastion nach all dem nicht mehr gewachsen. Und was genau bedeutet das? Die Menschen brauchen jemanden, der bis zuletzt an den Sieg gegen die Skynes glaubt. Du wirst die Führung der sechsten Macht übernehmen müssen. Okay. Fantastisch. Die Lage spitzt sich also zu. Was die Außerirdischen angeht, beachtlich ist tatsächlich, dass der Adam so intelligent ist, dass er es geschafft hat, mit den Außerirdischen in Kontakt zu treten. Aber was er erfahren hat, ist nicht so gut. Vor allem diese Veränderlichen, die werden bestimmt noch zu einem großen Problem werden. Jax befindet sich hier jetzt nicht weit von dem alten Chemiewerk. Ich hätte zwar die alte Welt gerne einmal intakt gesehen. Mit einem konkreten Ziel. Es geht darum, dass Jax gerade nach diesem netten Gespräch mit Adam nochmal in die Bastion kam und ihm wurde berichtet von Tialk, dass es aus diesem Chemiewerk gibt es irgendwelche Signale. Also es wurden Signale empfangen, bei denen Gespräche gehört wurden, in denen es darum um Sachen geht, um Dinge geht, die eigentlich nur Leute von der Bastion wissen können. Und Jax soll sich das Ganze anschauen, worum es sich handelt. Denn irgendwie ist es so, dass hier eigentlich Skynes-Truppen stationiert waren. Und es ist ziemlich komisch, dass von hier Signale kommen mit Informationen, die eigentlich nur unsere Leute wissen sollten und schon gar nicht irgendwie die Skynes. Das heißt, es ist nicht mal ein Hinweis darauf, dass es einen Verräter in der sechsten Macht gibt. Und das passt tatsächlich zu der Sache mit Adam, obwohl Adam ja gerade sich wieder so ein bisschen aus der Schusslinie genommen hat, ja. Also der hat ja nochmal die Kurve gekriegt, sodass Jax ihm zu glauben scheint, dass er doch nicht der Verräter ist. Sondern er hat ja nur mit dem Kurator der Skynes gesprochen. Schon einen neuen Plan für ein weiteres Experiment? Ja, in der Tat habe ich einen. Ich will zu Tialk. Er ist ein guter Feldherr und sehr stark im Kampf. Was willst du von ihm? Also, es ist so. Eine ganz typisch menschliche Eigenschaft ist die Bereitschaft, ein Risiko einzugehen. Wir Maschinen wägen stets unsere Chancen auf Erfolg ab und haben einen gewissen Grenzwert, ab dem wir ein Risiko als akzeptabel ansehen. Menschen versuchen sehr häufig die unmöglichsten Dinge, obwohl sie genau wissen, dass die Chancen gegen sie sehr schlecht stehen. Oh oh. Ja, du ahnst schon, was ich vorhabe, oder? Ich fürchte, es ist nichts Gutes. Ich brauche die Erfahrung einer Niederlage, die man schon im Vorfeld chancentechnisch als sehr wahrscheinlich ansehen würde. Du willst also mit Tial kämpfen und den Kampf verlieren? Verstehe ich das richtig? Du trägst die Bürde, als mein Mentor zu fungieren, nicht zu Unrecht, wie ich immer wieder feststellen muss. Woher willst du wissen, dass du nicht stärker als Tialk bist? Ich weiß es nicht. Für mein Experiment reicht die Annahme aus, dass es so sein könnte. Also, wenn du mich zu Tialk begleiten würdest, wäre ich dir sehr verbunden. Okay, also eine weitere Aufgabe. Wenn wir Zeit haben, sollten wir den Wert der Mineralien bestimmen, die hier im Boden liegen. Ich bin mir sicher, diese Anlage wurde nicht ohne Grund hier gebaut. Was meinst du? Ohne mich. Körperliche Arbeit. Verstehe. Der gute Falk will einen weiteren Experiment durchführen. Da freue ich mich natürlich drauf. Mache ich sehr gerne. Aber jetzt haben wir eine andere Aufgabe. Wir müssen rausfinden, was das für Signale waren, die hier aus diesem Chemiewerk kamen. Oh,
Diese Kreatur ist so unangenehm. Bäh. Wirklich, also. Ich kann mir vorstellen, also bei mir geht's noch, aber ich kann mir vorstellen, dass es Leute gibt, die das Ding gar nicht vertragen. Oh, ich habe jetzt vergessen, hier diesen Teleporter zu entdecken. Naja, egal. Gehen wir erstmal rein und gucken, was hier los ist. Hier ist der Ort, von dem Tial gesprochen hat. 34-5-201. Datenübertragung starten. Abzug der feindlichen Truppen im Planquadrat A120 zu B609. Scheiße. Warnung. Externe Sensoren verzeichnen Bewegung. Starte Ortungsalgorithmus. Analyse. Humanoide Einheit. Hohe Wandlungsaktivität. Crony? Bist du das? Was hast du getan? Ich bin Cassandra, Kontrolleinheit 0. Meine externen Sensoren identifizieren die zweite humanoide Anomalie des Zielplaneten. Wo ist deine Urform? Ich verstehe, du hast meine Drohne gekapert. Du bist die Stimme des Feindes, die künstliche Intelligenz des Hauptformers der Skyans. Meine Analyse deines Metabolismus ergibt ein fortgeschrittenes Stadium der Wandlung ohne Metamorphose. Das ist kein Normalverhalten. Eine umfassende Untersuchung in einer Forschungszelle ist unerlässlich. Ja, deine Kreaturen haben mich bereits infiziert. Aber so leicht ergebe ich mich eurer Seuche nicht. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Wo ist deine Urform? Das könnte dir so passen. Wovon redest du überhaupt? Was ist die Urform? Die erste humanoide Anomalie des Zielplaneten. Wo ist sie? Wo ist die Urform? Sehr beruhigend, dass dir offensichtlich nicht alles über unsere Spezies bekannt ist. Das bedeutet, du bist nicht allwissend, nicht unfehlbar. Und damit auch nicht unbesiegbar. Trägt diese erste Anomalie auch einen Namen? Wo ist Dawkins? Wo ist die Urform? Dawkins. Wer auch sonst. Dieser Kerl wird noch einmal mein Untergang. Halte deine Position. Örtliche Kuratoren werden dich in Gewahrsam nehmen. Jetzt hör mal gut zu, du Schaltfehler. Ich werde dir gar nichts sagen und auch nirgendwo hingehen. Ich werde deinen Stecker ziehen und danach deine Schaltkreise rausreißen. Analysiere. Wo ist deine Urform? Wo steht dein Zentralrechner? Analysiere. Was denn? Das war's schon? Ein paar Widerworte und du kriegst einen Kurzschluss? Commander? Ah, schade. Ich kam gerade in Fahrt. Starte Selbstdiagnose-Algorithmus. Gib dir keine Mühe, Crony. Sie ist weg. Ich verzeichne eine feindliche Übernahme meiner zentralen Systeme. Ja, schraub dir besser mal ein paar mehr Sicherungsbolzen in deine Synapsen, mein Freund. Sie wird das mit Sicherheit noch einmal versuchen. Positiv. Okay. Also war das Crony, der vertrauliche Informationen ausgeplaudert hat, aber ist nicht schuldig, sondern er wurde von der feindlichen KI übernommen. Und die feindliche KI selbst, ich glaube, die hat sich entweder wegteleportiert oder sie war nicht wirklich hier, sondern das war nur so eine Art Hologramm. Das verstehe ich auch gerade nicht genau, weil sie ist ja jetzt weg und sie ist ja auch aus dem Nichts aufgetaucht irgendwie. Ne, die Cassandra gerade. Und diese örtlichen Kuratoren, die sind jetzt, glaube ich, hier. Es ist so hell draußen. Moment, ich gehe mal raus. Ja, da sind sie. Die sind hier, um sich um mich zu kümmern. Ja, Kuratoren, sehr starke Viecher. Oh ja, mit denen ist nicht zu spaßen. Ah, ja, ja, okay, Moment. Ich muss weg. Ich muss kurz weg, mich heilen. Sonst endet das hier gleich, und zwar nicht zu meinen Gunsten.
So, hallo örtlicher Kuratoren. Tschüss örtlicher Kuratoren. So, wie machen wir das jetzt am besten? Warte mal. Ja, die haben schon von mir abgelassen. Oh ne, und sie schießen wieder. Und sie schießen wieder, verdammt. Hm. So, Moment. Ich hatte doch hier auch eine krasse Waffe. Wie sie gleich wegwerfen wird. Oh. Ja, das Gute an dieser Waffe ist, sie fallen um. Das macht sie natürlich für mich sehr verwundbar. Sie macht zwar nicht viel Schaden, aber sie macht... Sie wirft sie auf den Boden. Oh, was sie wiederum verwundbar macht. Oh, Jax, Alter, dieses scheiß Machladen. Mann. Was sie für Geräusche von sich geben auch, ne? Schön daneben schlagen erstmal. Ja, die Kuratoren, Mann, die werden noch zu einem Problem. Ich meine, das waren gerade 2 von denen, ja. Was ist, wenn 10 von denen vor Jax stehen? Oh, der arme Kroni ist bewusstlos. Wo ist Falk? Ich bin doch mit Falk hier hingekommen. Wo ist Falk? Ist er weggegangen, weil ich irgendwie automatisch Kroni übernommen habe? Oder was ist hier passiert? Kroni? Eine Trainingseinheit deiner geistigen Stabilität. Ja, warte mal. Wann warst du das letzte Mal im Hauptquartier der Alps und hast dich durchchecken lassen? Letzte Wartung im Depot vor 76 Tagen, 23 Stunden und 25 Sekunden. Oh, stimmt. Wir waren in letzter Zeit nicht sehr häufig bei den Alps in Ignadon, nicht wahr? Ich bin eben kein Robot-Experte. Ich war meist eher ein Kämpfer als ein Techniker. Positiv. Wie auch immer, dein zuständiger Techniker im Depot sollte mal einen Blick auf deine Systeme werfen. Es kommen turbulente Zeiten auf uns zu. Irgendeine Fehlfunktion können wir uns jetzt nicht leisten. Nächste Wartung, Depot Ignadon. Zum nächstmöglichen Termin vermerkt, Commander.